So, herzlich willkommen auf meinem Kanal SK Play 87 hier auf der Deutschland Map. Es ist komisch, es fühlt sich komisch an, auf jeden Fall ein neuer Name, ein neues Interface, ein neues Logo, ein ja, einfach alles neu. Ja, es ging jetzt drunter und drüber hin und her. Es war jetzt 2 Wochen erstmal ein bisschen still, war viel zu tun in der Wohnung. Ich habe meine komplette Wohnung komplett von links auf rechts gedreht. Ja, Boden neu, Wände gestrichen, Zimmer alle neu gemacht. Es war wirklich sehr, sehr, sehr viel los. Ja, und hier sind wir auch viel los. Das sind wir jetzt gleich bei 100%. Und zwar jetzt schon. Fahren wir am besten hier mal entlang. Lassen wir mal den Ballen da raushupfen. So, hier die kleinen Dinger werden wir hier einfach nicht mitnehmen. Das war jetzt einfach nur Zufall. Wir fahren jetzt, wie fahren wir denn da jetzt am besten? Ich würde sagen, hier jetzt rum und nehmen wir den Streifen mal mit. Und dann werden wir jeden zweiten Streifen mitnehmen. So, ja. Wie gesagt, neues Logo, neuer Name, SK Play 87. Richtig gehypt. Ja, was wird sich alles verändern? Es wird sich ein Haufen verändern. Und zwar werden wir jetzt hier in Richtung täglichen Aufnahmen gehen. Tägliche Videos vom LS 22 noch. Werden wir jetzt hier bekommen. Wird ein heißes Thema werden, auf jeden Fall. Und das heißeste Thema wird natürlich auch, wer denkt sich's, wird der LS 25 sein. Wir arbeiten jetzt ganz stark auf den LS 25 hin, dass wir hier Kohle zusammenkriegen. Ich muss ein bisschen gucken, wo wir stehen geblieben sind. Ich weiß, dass wir hier auf jeden Fall haben wir das Feld fertig geerntet. Haben alles zu uns ins Lager gebracht, werden jetzt auch mit dem LU die Strohschwaden hier reinräumen und dann wird schon in Richtung Anpflanzen gehen beziehungsweise Grubbern. Boah, ja, Grubbern und halt stopp anhalten, Gruppern sehen. Ja, wir müssen, ah genau, das könnten wir eigentlich machen. Und zwar können wir jetzt schauen, wir haben den Juli, was wir anpflanzen. Ich habe schon mal gesehen, wir sind in Richtung Ölrettich gegangen und dann wollten wir Saatzeitpunkt, wollten wir hier Richtung Raps, Hafer gehen. Wobei ich schon fast sagen würde, wir gehen hier auf ich glaube, wir gehen hier auf Roggen, beziehungsweise könnten hier auch auf Grünroggen gehen und könnte es dann häckseln, wobei ich dann aber wieder sagen muss, das wird dann richtig, richtig, richtig oh, Karotten hätten wir auch. Ja, da müssen wir zu viel investieren, glaube ich. Machen wir das am besten? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ich würde schon fast sagen, wir gehen hier auf Dinkel oder Roggen. Eher auf Roggen. Wir gehen auf Roggen. So machen wir das nämlich auch. Getreide bräuchte ich fast auch. Oder gehe ich auf Weizen? Gehe ich auf Weizen? Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Das wäre noch eine Möglichkeit. Wir können auch auf Weizen gehen. Da hätten wir aber jetzt erstmal einen Monat Pause. Da könnten wir aber dann den Ölrettich pflanzen. Nee, so machen wir das. Wir gehen dann auf den auf Weizen. Oder habe ich Weizen schon im Lager drin? Habe ich Weizen schon im Lager drin? Das müssen wir natürlich jetzt später, das können wir später schauen.
ob wir das drin haben. Das können wir später schauen. Ja, das schauen wir später. Für mich ist es jetzt wichtig. Ach so, wir haben natürlich jetzt hier die Ballen. Ich wollte schon sagen, Mensch, wir können ja hier den Kollegen auffahren lassen, was aber nicht funktionieren wird. Es ist wirklich sehr, sehr viel. Also das muss ich jetzt wirklich sagen, ob wir auch wirklich das ganze Feld hier durchziehen wollen. Puh. Das weiß ich natürlich nicht. Es wäre natürlich im Vorteil, wenn wir doch das Stroh mit dem Ladewagen einsammeln und dadurch uns dann mal ein bisschen Zeit sparen mit den Grubbern und alles, wenn das der Kollege fertig macht. Ich glaube, so werden wir das auch gleich mal angehen. Wir werden jetzt hier, wir fahren jetzt mal hier die Bahnen so weg. Wie machen wir das jetzt am besten? Wie machen wir das jetzt hier am besten, dass wir... Nee, das, so werden wir es auch machen. Wir werden die jetzt schnell abfahren. Wir werden die abfahren. Und werden dann uns einen Ladewagen holen. Den Ladewagen natürlich ausleihen. So. Nee, so werden wir es auch machen. So werden wir es machen. Fahren den jetzt zurück. So, bleibt schon wieder bei 31 stecken. Ah nee, jetzt gibt er Gas. Jetzt gibt er Gas. Wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Wir gehen und holen uns den Ladewagen, werden das hier alles zurückbringen, werden die Ballen einsammeln und werden die gleich verkaufen. So machen wir das. Dann werden wir den jetzt hier erstmal stehen lassen. Genau, okay. Dann bitte einmal abkoppeln, wieder reinsetzen. Wo können wir denn das Stroh abgeben? Müssen wir nochmal schauen. Wenn wir das am geschicksten dann. So, einmal ankoppeln. Fahren wir hier raus mit dem guten Zeug. Und dann werden wir die schnell einsammeln, Ladewagen holen. Ich könnte aber auch das müsste doch eigentlich auch klappen, den dann herfahren lassen. So machen wir das auch. So machen wir das auch ganz kurz. Und zwar dazu müssen wir aber den Hut schnell anschalten. Eigentlich können wir doch den Hut anlassen, oder? Eigentlich könnten wir den doch anlassen. Aber nee, machen wir es lieber nicht. Wir gehen jetzt hier rauf. Leihen uns hier ganz schnell mal einen aus. Der hier. Der uns auch dann den Ladewagen bringt. Da kann man natürlich aus vollen. Wie viel passt da rein? 35.000, 44.000, 46.000, 49.000, 50. Also 50.000 hört sich. Was? 60.000? Das ist natürlich sehr, sehr gut. 60.000. 36, 46, 40, 33. Dann werden wir den hier Reifendesign. Ich weiß nicht, was das hier bedeutet. Abdeckung, Siliertank.
Ich glaube, da kriegen wir mehr raus, glaube ich. Den dann mieten. Dann werden wir den nämlich gleich mal ganz kurz abholen. Haha, perfekt. So. Gewicht brauchen wir. Ich glaube, das ist unser Gewicht. Bin mir jetzt nicht sicher, ob wir das anhängen können. Noch ein bisschen vorfahren hier. Ja, passt. So. Oh, da bin ich ja etwas. Jetzt, gut. So, irgendwo Soliermittel, den haben wir dann da hinten. So. Oh. Mal ein bisschen. So. Irgendwo können wir doch hier den Ziliertank auffüllen. Jetzt muss ich nur gucken, wo war das? Riesending. Das müsste doch das hier gewesen sein, oder? Lohnunter, Ziliermittel. Bitte einmal kurz rüberschieben hier. So. Passt. Dann reinrücken hier. Voll machen. Passt perfekt. Sehr schön. Gut, dann hier mal wieder auf den Hut aus. Warten, bis der voll ist. Ziliermittel. Ja, wie viel geht denn da rein jetzt? Auf jeden Fall läuft er noch. Ich höre es. Jetzt ist er fertig. Jetzt müssen wir aber hier erstmal irgendwie gucken, dass wir hier rauskommen. Leicht gemacht, perfekt. So. Klappt das hier? Ja, klappt. So, und jetzt muss ich mal ganz gucken. Ich habe den diesen AD Drive, bla bla bla. Und damit könnte ich ihn doch eigentlich zu mir fahren. So, aber ich muss jetzt erstmal gucken, wie genau ich den nochmal anschalte. Ich glaube, ist er gehen alt? Nee, auch nicht. Beides gleich. Ah, wie kriege ich das denn nochmal hin? Alt und K. Jetzt habe ich ihn, genau. Du fährst zu Feld Numero. Wo habe ich denn hier meinen? Ah, hier. Feld 2. Dann gib mal Gummi. Feld 2. Wo habe ich denn überhaupt Feld 2? Wo ist denn überhaupt Feld 2? Na, dass der jetzt hier irgendwo hinfährt. Und das ist total falsch. Okay, passt. Das ist in Ordnung. So. Ah, da war ich schon richtig. Da war ich schon richtig. Gut. Perfekt. Einsammeln. Hat wieder ausschalten. Hält mir sonst nicht so arg. So, dann einmal Arbeitsmodus anschalten und gib ihm. Perfekt. Bis der nämlich da ist, können wir das nämlich wegbringen. So. Weil dann kann der hier nämlich dann gleich entweder Walzen anfangen. Beziehungsweise Skrubbern. Nee, beim Ölrettich brauchen wir ja eigentlich, können wir ja direkt sehen, wenn ich mich nicht täusche. Es wäre ja dann fabelhaft. Es wäre ja dann fabelhaft. So. So vieles waren das jetzt gar nicht, so viele Ballen. So, und der hier noch. Und dann können wir die nämlich gleich mal wegbringen. Aber wohin? Wohin? Das ist die große Frage. Da. Stroh, 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 Stroh. Hackschnitzelverkauf. Ballenverkauf. Ja, Verkauf, aber nicht Ankauf. Verkaufspreis. Eieieiei.
Den können wir nirgendwo. Den können wir nirgendwo verkaufen. Ah ne, warte mal. Das ist ja alles hier. Ja, okay. Jetzt war ich ein bisschen gerade durcheinander. Mal kurz gucken. Stroh. BGA Lindenhof. Wo ist denn die BGA Lindenhof? Lass die bloß nicht so weit weg sein hier. Mühle, Wasserversorgung. BGA Lindenhof. Die ist hier. Also hier runter. Und dann sind wir gleich dort. Hier runter und dann sind wir da gleich. So, nochmal Transportstellung kurz. Bisschen graben. Nägel. Um eigentlich hier so rüberfahren. Perfekt. Ich weiß ja nicht, wo der genau war. Der Lindenhof, aber ich glaube, der müsste hier dann irgendwo sein. Ah, doch, ich glaube, ich weiß, wo der ist. Ich glaube, ich weiß doch, wo der ist. Also hier irgendwas. Ich glaube, hier links irgendwo rein müssen. War das an der Straße? An der Straße links rein? Lindenhof, ja, perfekt. Verkehr. Eieieiei. Einmal bitte. Volle Pulle. Mit 20 km/h tucken wir jetzt hier nach oben. Das ist ja mal was hier. So, und jetzt wollen wir mal gucken, wo wir den hier verkaufen können. Das hier rein? Boah. Markierung setzen. Ja, das ist hier dann okay. Dann werden wir es hier mal verkaufen. Wirklich. Dass es auch stimmt. Wäre natürlich jetzt traurig, wenn es nicht stimmen würde. So. Jetzt bitte lass sie verkaufen, dann stehe ich nämlich da. Nee, kauft sie nicht. Ah, ja. Wie machen wir das jetzt hier bitte? Wir werden nicht verkauft. Okay, das heißt, ich muss hier mal gucken. Wo kommen die hier rein, dass verkauft werden? Hier hin, oder? Nee, auch nicht. Hier hinter auch nicht. Ich habe schon so ein komisches Gefühl, dass sie hier reinkommen. Voilà. Dass da ein bisschen Kohle gibt. Aber anscheinend doch. Das sah schon mal gut aus. Ich hoffe natürlich, ich bekomme hier ein bisschen Kohle jetzt dafür. Mal 127.000. Ich glaube, ich wechsle mal ganz kurz die Farm. 3.000. Oh, ich glaube, das sieht sehr gut aus. Ich glaube, das klappt sogar. Ja, ich kriege Kohle dafür. Perfekt, perfekt. Ist natürlich die Frage, wenn ich den hier hinstelle, wahrscheinlich nicht, gell?
Eieieiei. 600 Euro bekomme ich für so einen Ballen. Das ist natürlich gar nicht schlecht. Frage ist jetzt natürlich, wo bringe ich jetzt das andere Stroh? Kann ich das Stroh hierher fangen? Ah, okay. Wir können es nämlich hier auch verkaufen. So, und jetzt machen wir nämlich folgendermaßen. Gehen wir hier wieder zurück zum Lohnunternehmen. Auf jeden Fall. Sehr schön. Und das verkaufen wir hier mal den Ballentransport, weil es einfach zu viele Gerätschaften sind. Seetechnik haben wir. Wir haben Flüge. Müssen wir das Feld pflügen? Ja oder nein? Das ist natürlich jetzt noch das nächste. Feld Nummer 3. Geflügt, abgeerntet. Ja, muss es geflügt werden oder muss es nicht geflügt werden? Muss geflügt werden. Also werde ich das definitiv... Okay, es geht da hinten sogar weiter. Hätten wir das noch ernten? Ach nee, das ist nur Feld 4 oder 4, okay. Dann werde ich das definitiv jetzt pflügen. Beziehungsweise ihm im Auftrag geben. Mit Curseplay, dass er mir das pflügen soll. Dass wir hier ein bisschen... ein bisschen vorankommen. So, einmal runter hier. So. Aber wir lassen jetzt das Hut einfach mal an. Ich glaube, so arg stört das, glaube ich, gar nicht. Gut. Der Kollege ist auch schon da mit dem... Aber ich glaube, es wäre sogar besser, wenn ich ihn ranhänge und das mit dem Flug dass ich da ein Gewicht dran habe. Ich glaube, da tauschen wir mal ganz schnell durch. So. Ich glaube, das ist besser. Und bitte einmal abhängen hier. So. So, warte mal. Das war jetzt natürlich ganz geschickt gemacht hier. So, dann einmal anschalten. Weil der hat nämlich vorne das Gewicht dran und dann können wir nämlich besser... So. Machen wir das jetzt hier. Wo ist denn unser Pflug? Der ist hier. Dann bitte einmal das kurz wegbringen. So. Dann runterspringen. Zack. Hochfahren. Stellen wir das schon hin, komm, das stellen wir schon halt hier hinten hin. Die Walze. So. Einmal die Walze hier hinstellen. Zack. So, wieder reinhupfen. Oh, oh, oh. Nicht rückwärts fahren, nicht rückwärts fahren. Das wollten wir jetzt nicht so. Dann den Flug. Einmal den Flug mitnehmen. So. Ja, ist jetzt hier alles ein bisschen hektisch, würde ich es jetzt nicht nennen, aber als Lohnunternehmen muss man ja einfach bereit sein für alle Schandtaten. Der fährt auch nur 31. Was ist denn da los? Warum? Gib einfach dann mehr Gas. Geben hier einfach nicht mehr Gas. So, dann lass mich mal hier vorbeifahren. Funktioniert das? Natürlich funktioniert das.
So. Siebenundzwanzig, 28, 29. Und hier hängt er wieder bei. Ah, nee, jetzt geht er wieder hoch. Okay, sorry, sorry, sorry. So, dann einmal Curse Play. Aber wir lassen den hier machen. So. Nee. Was war das denn? Das war doch hier. So. Körper stellen. Ah, jetzt. Gut. Dann Mario Pass. Pass, 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 passt. Job starten. Zielposition. Aber mal hier. Feldposition. Das hier auf jeden Fall. Erster W-Punkt. Bahn. Jetzt. Arbeitsbreite machen wir mal 6 Meter. Fahrzeuge 1. Anzahl Vorgewende. Lass uns das mal auf 4 Stück machen. Weich, rund, scharf. Ja, keine Ahnung, gehen wir mal auf scharf. Fällt bitte hoch, runter. Passt, 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 passt. Dann einmal bitte generieren. Der, so viel ist das ja gar nicht, was er machen muss. Und einmal Job starten. So. Der fährt jetzt nicht durch meine Ernte durch. So. Dann werden wir den hier ankoppeln. Ob sich das dann wirklich rentiert, ist ja wirklich fraglich jetzt. Wenn er natürlich so schnell fertig ist. Zack, zack. Wieder einsteigen. Dann können wir hier einmal rumfahren. Sollte passen, ohne dass der umkippt. So. Einmal rum hier. Siliermittel haben wir komplett voll. Oh, Schmierfett. Sind wir bei 31%. Müssen wir auch irgendwann mal schmieren. So. Dann einmal senken. Gas geben. Und gib ihm. Ist der schon am ein? Ja, 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 passt, 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 passt. Pass, 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 pass. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Ja, dann hat es sich das doch alles noch ein bisschen zum Guten gewendet hier. Weil ich habe auch gedacht, oh je, das wird ein riesengroßes Drama werden, aber kommen doch hier eigentlich ganz gut zurecht mit der Masse. Klar, ist jetzt viel mit Lohnunternehmen und. Was jetzt, glaube ich, den einen oder anderen nicht so begeistern wird. Aber hey, es ist nun mal so. Und der steckt schon wieder fest. Nee. Es ist wichtig, auf jeden Fall so viel wie möglich jetzt hier mitzunehmen. Dass wir ein bisschen Kohle zusammenkriegen auf unserem Hof. Aber wenn ich schon sehe, was der hier gebracht hat an Kohle, das ist natürlich. Also das Stroh, das ist natürlich schmackhaft, würde ich sagen. Schmackhaft auf jeden Fall. Gut. Aber ich würde sagen, wir machen für heute schon mal Feierabend. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Kevin. Haut rein. Ciao.